Thema «Zum Glück ist wichtig» mit dem Fabian Unterrecker. Schlagzeilen von dieser Woche noch einmal durchgeputzt. Eine Umfrage, habe ich gelesen, zeigt, dass Schweizer Studentinnen und Studenten sich nach Abschluss vom Studium den höchsten Einstiegslohn weltweit wünschen. Im Schnitt um die 76'000 Franken im Jahr. SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli, Uni erfahren, den kennt noch von früher, oder? Zu universitären Umfeld. Was denkt ihr, woher kommt die Gier? Sie sagen, es hat Oriani, den Steuerzahler, finanziert, denen verwöhnten Taglöhner alles vom Studienplatz bis zum geschäumten Cappuccino in der Löhli-Pause vom altägyptischen Praseminar. Und dann wollen sie beim ersten arbeiten. Gerade noch den grossen Zapfen, so wie kommt's noch? Was würden dir den jungen Studentinnen und Studenten denn sonst mit auf den Weg geben? Ja, wieso geben? Wissen Sie, was ich dort gemacht hätte? Ich hätte die jungen Damen und Herren zur Strafarbeit in das Medizinhistorische Museum abkommandiert. Dann hätten sie für 5 Stutz in der Stunde als medizinische Hochköpfe können in die Vitrine hocken, verstehen Sie? Anderes Thema diese Woche, Schock für einen Haufen Männer. Der Playboy, das Herrenmagazin mit Profil und Stil, wo die künftig keine Nacktbilder mehr zeigen. Das Internet bietet das schliesslich schon im Überfluss. Ja, Hand aufs Herz, meine Herren da in der Runde, ist eigentlich schade, oder? Christoph Blocher, seien wir ehrlich. Doriani, ich bin ein junger Bauer, so arm und immer am Arbeiten gewesen. Das ist die Besamung mit unserem Zuchtstier. Lang die einzige Sexszene in meinem Leben war. Aber ich muss Ihnen sagen, wer hat schöne Stiere gehabt? Okay. Simon Amann, vielleicht schmelzen Sie dir über. Sicher auch mal in diesem Playboy-Heft schon geschmökert, oder? Ja, Kollegen von der deutschen Nazi haben mir einmal vor dem Finale von der Vierschanzentournee ein Heft geschenkt, also unter mein Kopfhüsse gesteckt. Ich habe dann alles gelesen und mega unruhig geschlafen und bin prompt am Morgen danach eben Schanzentisch durchgefahren. Und bei euch, SRF Meteomann Felix Blumer? Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich ja lang gemeint habe, dass Babys nur bei einem Tiefdruckgebiet über einem Jungfrau auf die Welt kommen. Dank einem Playboy habe ich dann im wahrsten Sinn vom Wort meinen Horizont können erweitern. Auch wenn es meinem Mami bzw. meines Mami gar nicht gern gesehen hat. Aber ich habe das Hefte immer ins Schülermagazin Spick hineingelegt, so hat sie es nicht gemerkt. Vielleicht zum Schluss vor Runde der SRF-Direktor Roger Döweck, unser Medienfachmann schlechthin. Ein Playboy ohne Nacktbilder, das ergibt für mich absolut keinen Sinn. Könnt ihr euch ein Konzept vorstellen, wie der Playboy wieder mehr Leser gewinnt? Mit was für Themen, mit was für Inhalt? Durchaus die Frage nach dem gelungenen Leben als eine in eine Existenz geworfene Kreatur nach Albert Camus, das wird weiterhin viele Menschen interessieren. Wenn man das existenzielle Thema in einem disputative, aber doch lockere Stil zur Diskussion stellen kann, warum nicht? Ja, aber weil Playboy-Leser wirklich etwas über den Sinn vom Leben lesen? Also ich auf jeden Fall, vor allem wenn die Diskussionen von jungen Nymphomaninnen in Latexkleider vom Fatal sozusagen und durchsichtigen Polizeiuniformen geführt werden, macht mich das spitz. Zum Glück ist wichtig.